Hallöchen, meine lieben Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück zu Vex Sea of Flames. Und ich glaube, ich weiß, wo die Spinne ist. Denn wo keine Lava mehr ist, da ist es auch dunkel. Und darum müssen wir etwas ausleuchten, damit wir hier sicher sind. Nicht, dass da uns Gesellen spawnen, die uns gefährlich werden können. Wir nehmen jetzt auch immer etwas Wasser mit, wenn wir in Dungeons gehen. Das heißt, wir sind etwas sicherer. Und wenn die hier schon den direkten Weg haben, gehen wir natürlich hier rein. Don't blow it. Ich habe Angst. Wenn hier schon Fackeln sind, dann ist hier der Tod. Das war knapp. Was hat mir jetzt wehgetan? Geh mal weg, Lava. Bitte. Das ist sehr ungesund. Okay. Och nö, ich weiß, warum es don't blow it. Da oben ist Lava. Da ist schon Lava. Okay, das ist ein gemeines Dungeon, aber eine gute Idee, finde ich. Aber wenn wir alles gut ausleuchten und die Creeper relativ schnell töten, weil wir Rückschluss haben, soll es kein Problem sein. Nur wäre es intelligent, hier zuzusperren und hier die Creeper spawnen. Ah. Es wäre sehr ungesund, wenn die auch wirklich explodieren. Es scheinen überall welche zu sein. Gehen die weg. Gehen die weg, ich will heute nicht vorstellen. Nein! Oh! Das Lava. Alles ausleuchten. Alles ausleuchten. Okay. Wir haben es gefunden. Bis jetzt alles okay. Dann darf er durch. Gelbe Wolle. Passt der zu diesem Dungeon? Jetzt heißt es nur raus. Das ist scheiße. Komme ich hier auch raus? Gott sei Dank. Hier ist auch einer explodiert. Ach so. Nimm mal einer an. Naja, sie haben sich selber den Weg versperrt. Aua. Raus. Das war ein schneller Dungeon. Okay. Dann heißt es wohl, wieder nach Hause zu gehen. Ob wir die Wolle direkt einsetzen? Wahrscheinlich schon. Ist am sichersten. Ein Spider-Jockey. Ihr schläft ja nicht. Tschüss. Ich gehe jetzt. Tschüss. Heute will ich nicht. Jetzt haben natürlich die Monster auch mehr Spawn-Möglichkeiten, aber es sollte nicht so das Problem sein. Dungeon 5. Dungeon 6 ist das nächste. Ich wüsste nur zu gern, wo. Dann wäre ich schon glücklich, aber dieser Hinweis wird wahrscheinlich nicht gegönnt. Also ich weiß, dass das beim Schweinchen wahrscheinlich eher die letzten Dungeons sein werden. Aber wir können natürlich eigentlich doch dahin gehen mal, nur um zu gucken. Denn wir haben eigentlich immer noch die Ausrüstung und nichts Großes gekriegt. Außer die gelbe Wolle und die werden wir jetzt einsetzen. So. Okay. Darum gehen wir mal mit dem Ding nach hinten. Oh, natürlich ist noch ein Dungeon
bei der Höhle da. Oh Gott. Was mache ich hier eigentlich? Ich bin doof. Oh, Creepers. Geh weg. Nein. Ach, das war knapp. Ich will nicht mein Zeugs hier zersprengt haben. Das geht nicht. Das finde ich nicht akzeptabel. Da liegt noch Sprengpulver, aber ist mir gerade egal. Da ist jetzt Minecraft. Minecraft abgegangen. Oh, toll. Capture Shroud of the Suiday steht da. Da vorne ist ein Suicidal. Wenn die Pech haben, hat der Gas letztes Mal gute Arbeit geleistet. Tschüss. Tschüss, Minecraft. Aber wenn die Glück haben, hat er nicht groß. Nein, gut. Bis jetzt ist nichts. Und hier haben wir hoffentlich nichts unbedingt Großes verpasst. Hätte ja 10.000 Sachen sein können, die wir nicht mitgenommen haben natürlich. Aber mal gucken. Kann man hier eigentlich... Ich sehe da nichts. Och, ganz viel Lava, ey. Helft zum Schwänchen. Aber es ist schon extrem cool gemacht, Sea of Flame. Als hätte es eine wirklich eigene Geschichte. Also hat es ja auch. Hallo Schweinchen. Leute, wir müssen dann übrigens auch dann beim Schweinchen hoch auf ihren Leitern. Aber soweit ich weiß, sollte das Portal eigentlich jetzt aktiv sein, weil das war auch ein Bug. So gut wie alles war buggy. Warum bin ich was so doof? Spielst nicht auf. Ja, es ist. Dann. Wir dürfen wieder hochgehen. Und zwar, wo ich nicht war, war auf dem Kopf vom Schweinchen. Das habe ich irgendwie verdrängt. Da oben muss doch auch was sein. Am höchsten Punkt des höchsten Turmes. Oh, guten Dorf. Oh, die Dungeons da sind, glaube ich, gleich zwei Dungeons. Die Spinne kann mir natürlich jetzt folgen. Soll sie doch. Du blödes Kack-Skelett. Ich habe mich voll erschrocken. Und ich wäre fast in den Tod gestürzt. Dann hätte ich dieses Skelett gehasst. Hallo, treffen. Ist es tot? Oh Gott. Wenn es mich noch einmal trifft, bin ich tot. Ich höre es. Komm schon. Komm schon. Na, trau dich. Oh. Oh. Im Übrigen habe ich nicht mehr so viele Fackeln. Darum werden wir das jetzt ändern. Und neue machen. Wisst ihr, das sind so Schreckmomente, man denkt so, Scheiße. Aber okay, bis jetzt ist kein Problem mehr. Okay, das könnte ein Problem werden. Warum komme ich auch immer zu Nacht hierher? Die darf man besser nicht anhitten. Was war denn hier nochmal drin? Ah, stimmt. Das kannst du behalten, das kannst du auch behalten. Hier habe ich mich dann direkt runtergegraben, weil ich dachte, da stimmt nichts Tolles drin. Aber, ist natürlich wichtig, wenn ich sowas auch mitnehme. Die Pfeile brauche ich dann doch nicht so viel. Ich habe sogar Essen. Ich töte euch ruhig, kein Problem. Ich frag mich, ob da was passiert, die dich angreifen. Weg. Okay, da passiert nicht wirklich was. Den Kopf den hoch. Die gehen natürlich alle da rein. Okay, ich hoch. Oh, doch nicht.
Ich glaube, sie sterben gerade. Ich wusste, dass da noch irgendwas ist. Rückstoß X. Das gefällt mir. Ich glaube, da nehme ich sogar zwei mit. Das will ich ausprobieren. Wo ist denn hier die Leiter? Wir können jetzt nämlich gemein sein. Ich weiß, dass die eigentlich dann sehr... Die kommt ja auch natürlich auf mich zu. Also das macht Spaß! Weitwurf! Willkommen beim Weitwurf! Also das gefällt mir. Daumen hoch! Jetzt kann ich auch die Leiter wieder runter, weil es gerade Tag geworden ist. Wir machen Cheating. Nehme ich das hier. Wenn es verschwindet, bin ich zwar am Arsch, aber ich glaube, es fließt schneller, als ich falle. Ach, das ging auch. Oh nein, ist das ich dachte gerade, das Portell wäre... Portell. Geht das Portell wäre aus. So, wir können natürlich jetzt noch in den Dungeon gehen. Ich hoffe, es wird nicht so doof, Dungeon-mäßig. Aber wir sind ja wirklich gut ausgerüstet. Let's go. Gar nichts. Gar nichts. Truhen. Hosenschilder, Hosenschilder, Hosenschilder. Ich glaube, das war es gleich. Blase ist drin. Oh, okay. Das wieder. Battleschild. Auf Doom. Verbrennung, Rückstoß, Schärfe. Ein Stock. Och nö. Muss ich hier alle öffnen? Oh Gott. Okay, ich fange oben an. Nix. Nix. Gefunden. Okay. Schwarzpulver braucht doch kein Schwein. Nimm braune Wolle mit. Das war ein einfaches Dungeon. Aber eine coole Idee, finde ich. Jetzt habe ich ganz viele Battle-Schilder. Auf Stufe des Todes. Ist das andere auch so leicht da drüben? Wie heißt denn das Dungeon überhaupt? Wolf of Relics. Und das ist... Shut up, Spiders. Halt die Fresse, Spinnen. Oh Gott. Noch mehr Spinnenwahnsinn? Oh. Dekorativ. Aber ist nichts sonderlich Tolles drin. Ich soll sie nicht mit dem Schild schlagen. Nicht, dass ich das wieder an die Wand packe. Wie beim letzten Mal. Das wollte ich auch nicht. Oh Gott, diese Bilder. Da ist nicht wirklich etwas drin, das ich haben möchte. Okay. Oh, ist das hier sonst nichts drin? Nö. CDs. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ach Mann. Ich höre Zombie. Okay, ist gar nicht. Irgendwie sieht das verdächtig aus. Wie komme ich da bloß drauf? Was essen? Eine Pilzsuppe. Ich werf da dafür den Bogen weg. Das ist voll nicht wichtig. Natürlich gar. Oh. Ich würde mich gerne da runterbauen, aber es wird etwas schwierig. Ich bin missverständlich. Ich frage mich, wie das Battlefile ist. Darf ich da bitte... Eigentlich kann ich es da testen. Da komme ich natürlich ran. Das heißt, los, sterbt an Wasser. Okay, sie kommt dann nur nicht hoch. Ah, so ordentlich eigentlich nichts. Okay, okay, das ist dann wirklich etwas hier und so. Bitte, gehen Sie weg. Okay, das Schild ist okay. Das sind Spinnen. Ja. Ich
Ich weiß nicht, ob das besser ist, das Schild. Nö, ich glaube etwa gleich stark, vielleicht sogar etwas weniger stark. Ich denke, ich würde genug Licht hierher bringen, dann sollte es schon besser sein. Geh weg. Okay. Es spawnt zwar noch was, aber schon weniger als vorhin. Das ist gar nicht so schlimm. Das geht eigentlich. Das ist nur halt den ersten Moment, den man hier hat. Wenn ich nämlich jetzt hier alles abbaue. Ach komm. Ich bin zwar raus jetzt. Und. Aber theoretisch, da wo euch überall diese Dinge sind. Sind jetzt Spinnenspawner. Okay, hier nicht. Da ist einer. Und da ist einer. Sehr gut. Hier ist sicher auch noch einer. Nein. Trotzdem machen wir hier jetzt Fackeln hin und ich höre einen Schleim. Das ist gar nicht gut. Das gefällt mir nicht. Warte, drüben ist noch mehr. Hi. Wo geht's denn weiter? Jetzt weg, lass mich. Braucht da nicht so viele Spinnen. Geh weg. Nein, 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 nein. Ja, verrückt hier. Ja, meine kleinen Spinnen. Ja. Das will ich wehtun. Nein, nein. Okay, gut. Wir haben es schon hinter uns, glaube ich. Ja. Aber ich höre noch mehr. Und einen Schleim. Nur wüsste ich jetzt so gern, wo es weitergeht. Geht's hier irgendwo runter oder muss ich mich selber runterbuddeln? Yo ho ho. Und wir buddeln voll rum. Nicht sonderlich viel hier. Ich glaube, man muss sich runterholen. Oder? Ja, muss man. Oder es geht wirklich irgendwo so. Vielleicht sollte ich was essen, so ein Goldapfel. Weil das wird jetzt das Schmerzhaft werden. Oder? Das war dumm, wenn ich da weiß. Ah! Das ist etwas sehr. Okay, erster Moment. Erster Moment überstanden. Noch ein Folge. Der gibt eine kurze Regeneration hier, ne? Ach, scheiße, ey. Ach, das ist ein mieses Dungeon, ganz ehrlich. Geh weg. Heute will ich nicht mehr sehen. Schon vor neue kaum habe ich die eine ungenießt. Das ist. Oh, warum auch? Möglichst schnell hier alles ausleuchten wäre von Vorteil. Okay, okay. Und schon kommt die nächste. Ich sag so gut. Ich töte dich, stirb, stirb! Geh weg. Nein, du darfst nicht spawnen, das ist verboten. Ich kriege nicht mehr dieses nervige Geräusch. So. Früher gab es immer dieses nervige Geräusch. So. Tod. Aua. Sterben. Ich klinge wie ein alter Opa. So genau klingt das. Und hier geht es wieder runter. Brain, brain. Brain, brain, brain. Okay, Leute, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ciao.